Jetzt ist natürlich bei einem sehr reichen Mann wie Ihnen die Frage, wie viel brauchen Sie ungefähr im Monat, wie viel geben Sie aus? Können Sie das beziffern? Ich will nicht zunehmen, das heißt, ich brauche gar nicht so viel zum Essen, nicht? Und ich habe gerne ganz normale, zum Beispiel gestern habe ich Kürbisgemüse mit ein paar Salzkartoffeln, nicht? Also mir sehr geschmeckt, also ich brauche eigentlich zum Leben gar nicht so viel. Und ich habe, ja, ich glaube, ich habe mich kaum verändert, seit ich sag mal, 20 bin. Natürlich, man wird weiser. Aber das ist auch eine Frage der Verantwortung. Nicht? Man muss ein bisschen mitdenken. Nicht? Wenn man heiratet, Kinder, ist dann ganz eine ernsthafte Sache, dass man sagt, ja, also nicht mit welcher Frau und so weiter und so fort. Also es ist eine wichtige Sache. Und natürlich, wenn jeder ein paar Mal heiratet, mit jeder Frau Kinder hat und so weiter, das ist eine Sache, die, ich glaube, da muss jeder ein bisschen mehr nachdenken darüber. Aber beziffern können Sie es nicht? Was ich brauche zum Essen, brauche ich kaum. Und passt jetzt auch der Gin an oder was ist mehr wie... Wie oft gehen Sie einkaufen zum Beispiel, also Kleidung einkaufen? Ja, wenn ich einkaufe, meine Zeit ist, dann kaufe ich einen Haufen auf einmal ein. Nicht? Weil so, wenn ich da hingehe, baue ich wieder ein paar Stunden und dann, ja. Und nicht? Ich bin schon beschäftigt, und weil ich doch auch sehr viel auf sozialem Gebiet mache. Und das alles nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Ökonomisches Einkaufen. Lieber einmal. Ja, lieber einmal, ja. Und dann brauche ich nicht hingehen noch einmal, ja.